Eigensinn. Eine Tugend gibt es, die liebe ich sehr. Eine einzige. Sie heißt Eigensinn. Von all den vielen Tugenden, von denen wir in Büchern lesen und von Lehrern reden hören, kann ich nicht zu viel halten. Und doch könnte man alle die vielen Tugenden, die der Mensch so erfunden hat, mit einem einzigen Namen umfassen. Tugend ist Gehorsam. Die Frage ist nur, wem ich gehorche. Nämlich, auch der Eigensinn ist Gehorsam. Aber alle anderen, so sehr beliebten und belobten Tugenden, sind Gehorsam gegen Gesetze, welche von Menschen gegeben sind. Einzig der Eigensinn ist es, der nach diesen Gesetzen nicht fragt. Wer eigensinnig ist, gehorcht einem anderen Gesetz, einem einzigen, unbedingt Heiligen, dem Gesetz in sich selbst, dem Sinn des Eigenen. Ich glaube, man muss ganz kurz nochmal am Anfang sagen, dass wir in einer außergewöhnlichen Lage auf diesem Planeten im Moment stehen. In gewisser Weise an einer Epochenschwelle. Das wissen wir ja alle. Es gibt eine Weltkrise ungeheuren Ausmaßes, die sich keiner hätte vorstellen können bis vor 2 Jahren. Und das bestimmt uns alle mit. Das heißt, wenn wir jetzt reden über Bewusstsein, dann tun wir das nicht in einem sozusagen seminarmäßigen oder irgendwie auch abstrakten Raum, losgelöst von all dem, sondern das ist immer anwesend. Weil vieles wird zerstört heute, gerade bewusstseinsmäßig, wird sozusagen niedergewalzt, kann man sagen. Und es gibt eine gefährliche Konfrontation, wie wir alle wissen. Und jeder Einzelne ist da aufgerufen, in dieser Weltkrise auch eigene Entscheidungen zu treffen und sich selbst zu positionieren, auch in seinem Bewusstsein. Auch in der Klarheit oder in der Verdunkeltheit seines Bewusstseins. Also das spielt immer mit hinein. Es scheint so zu sein, dass wir aufgerufen sind heute, im Bewusstsein tatsächlich ganz klare Ausrichtungen zu finden, um diese Krise zu bestehen und dazu beizutragen, dass wir vielleicht in einen besseren und angemesseneren Zustand geraten. Also das würde ich am Anfang sagen. Meinem Empfinden hat der Zweite Weltkrieg George Steiner, der Literaturphilosoph George Steiner, hat in seiner Autobiografie einen Satz geschrieben, der mich erschrocken hat, weil ich die Wahrheit dieses Satzes nicht sofort ableugnen konnte. Er sagt, ich habe das Gefühl, dass die Menschheit durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges als Ganzes herabgestuft worden ist. Diese Empfindung teile ich. Was aber für mich nicht bedeutet, dass die Lage, in der wir uns befinden, vollkommen aussichtslos ist und dass wir zwangsläufig jetzt in irgendeine Form, irgendeine Dystopie geraten müssen. Ich glaube an den Menschen. Ich glaube an unsere schöpferischen Kräfte. Ich glaube daran, dass wir auf der Erde leben können, wie auch schon andere Kulturen außer der europäischen gelebt haben, ohne Vernichtung, Zerstörung, Vergiftung zu erreichen. Und außerdem bin ich auch überzeugt davon, dass das, was uns jetzt wirklich helfen kann, eine tiefe, wirklich tiefe und radikale Besinnung auf unser Wesenhaftes ist, also auf unser Inneres. Wie sollen wir denn weiterkommen in der Zeit, die vor uns liegt, wenn wir die Erde nicht lieben? Wie soll das aussehen? Wollen wir weiter so umgehen mit dem Planeten, als sei das ein Warenhaus, das man plündern kann? Wollen wir diese schäbige Haltung irgendwie weiter bewahren? Das sind doch alles keine Wege. Wir sind ja selber schuld daran. Wir sind zu träge und vielleicht sind wir auch zu verängstigt, um eigene Verantwortung zu übernehmen. Wir stehen als verantwortliche und auch eigenständig denkende Menschen im Leben. Wenn uns angeboten wird, für dich wird gesorgt, aber du gibst dafür deine Freiheit auf, gefällt das vielen Menschen. Nicht selber denken zu müssen und alles quasi vorgekaut zugänglich zu bekommen. Und dazu natürlich
zugemüllt zu werden mit einer Kakophonie an Informationen, die wir nie im Leben verarbeiten können, das ist natürlich ein ideales Mittel für Menschen, die Macht über andere Menschen ausüben wollen. Und wenn die anderen Menschen das mit sich machen lassen, dann ist es eine große Gefahr, da jemals wieder den Weg zurückzufinden. Wir sind in einer Verfassung, die man vor 100 Jahren in der aufkommenden Psychologie und Psychiatrie Neurasthenie nannte. Nervenschwäche, Empfindungsschwäche. Mit ganz modernen Worten Burnout. Man muss sich ins Bewusstsein rufen, was ist denn in den letzten Hunderten von Jahren eigentlich geschehen, also zum Beispiel in der westlichen Zivilisation. Die Mechanufaktur, die Entwicklung der Industrie, die Entwicklung der Technologien, eine ungeheure kollektive Leistung. Eroberung der Außenwelt, sozusagen der Zwang, die Dinge, einen Zwang ausüben auf die Dinge von außen, auf maschinellem oder technologischem Wege. Diese ungeheure Anstrengung hat uns diesen Zustand beschert, in dem wir jetzt alle unser Leben verbringen, auf eine Art und Weise, wie noch nie Menschen vor uns gelebt haben. Aber sie hat uns auch profund erschöpft. Das hat zu tun mit Überreizung, das hat zu tun mit dem Stress, den es bedeutet, in einer Zivilisation zu leben. Es gibt ja auch den schönen Ausdruck Zivilisationskrankheiten. Das heißt, die Art und Weise, wie das Kollektiv über Generationen jetzt gelebt hat, hat uns in einem Zustand hinterlassen, und das betrifft alle jetzt Lebenden, wo gerade das Wesentliche für die Empfindung des Lebendigen, für das sich Bewegen in einer lebendigen Welt ganz schwach geworden ist. Und das ist unsere Empfindungskraft. Das hat auch zu tun mit den Dialogen, die wir führen können. Sozusagen, wie sehr sind wir da, wie tief sind wir eigentlich noch in der Lage, einen anderen Menschen zu empfinden? Wie tief sind wir in der Lage, sozusagen die Schönheit und den ungeheuren Zauber des Lebendigen zu empfinden? Und die Bewusstseinsverfassung, in der das alles geschieht, ist auch dazu noch dominiert, sozusagen nicht etwa von der Gefühlswelt oder der Empfindungswelt, sondern, wie du sagtest, von der Verstandeswelt. Das ist eine ganz bestimmte Erscheinungsform des menschlichen Bewusstseins. Das menschliche Bewusstsein hat noch ganz andere Reiche, sozusagen, in denen es wurzeln, es reichen kann. Und die Konzentration auf das Verstandesmäßige führt noch dazu, dass sozusagen das Fühlen, das Empfinden des Lebendigen sozusagen noch schwächer ausfällt. In allererster Linie geht es immer erstmal darum, etwas zu verstehen. Und wenn man es verstanden hat, das irgendwie einzuordnen. Und wenn man es irgendwie eingeordnet hat, etwas damit zu machen. Tut das der Gefühlswelt des Menschen und der Empfindungskraft des Menschen eigentlich wirklich gut? Auch zum Beispiel, was unsere modernen Technologien angeht. Es steht nirgendwo geschrieben, dass das dem Menschen gut tut. Wir sind sozusagen jetzt in einem großen Experiment seit vielen Jahrzehnten. Wir werden sozusagen auf der Technologie gegrillt. Wir sind die Ersten. Es kann sein, dass in 200 Jahren in den dann möglicherweise noch vorhandenen Geschichtsbüchern irgendwie geschrieben steht, ja, das Ergebnis ist, das Experiment ist so gelaufen, man hat gesehen, es tut dem Menschen nicht gut. Es zerstört sozusagen das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Es macht das gesellschaftliche Leben zu einer Art von Wettkampf, jeder gegen jeden. Das kann alles sein, weil das Ergebnis ist nicht da. Und jetzt sind wir ja sozusagen auch durch die Art und Weise, wie die digitale Technologie anfängt, in unser Leben einzugreifen, in einer vollkommen zugespitzten Situation. Und ich frage immer, tut das uns eigentlich gut? Tut das unserem Gefühl für andere Menschen gut? Ist es unter diesen Umständen überhaupt noch möglich, so etwas zu entwickeln wie Nächstenliebe? Also wenn ich mit Menschen zusammenkomme, gesellschaftlich sozusagen, empfinde ich sie als Träger eines kostbaren Geheimnisses? Oder sind sie nur Schachfiguren sozusagen bei meinem Lebensplan? Da ist sehr, sehr viel zu sagen. Und ich glaube, die Situation, in der uns die gegenwärtige Krise trifft, also das heißt die öffentlich ausgerufene Pandemie, trifft uns in einer sehr schwachen Verfassung. Was seelisch hinter der Corona-Krise steckt, ist ganz schwer zu sagen, weil es scheint so zu sein, dass der Mensch auf einen äußersten Punkt zusteuert. Er scheint sozusagen auf dem Prüfstand zu stehen. Er hat immer auf dem Prüfstand gestanden. Menschsein heißt, würde ich mal sagen, auf dem Prüfstand stehen. Ja, Menschsein heißt auch in einer bestimmten Grundverantwortung, dem Sein gegenüber zu stehen. Aber es ist jetzt so, dass durch diese äußerste Zuspitzung
Grundfragen plötzlich neu aufbrechen und ein neuer Weckruf da ist, sozusagen ein und dieser neue Weckruf, der ist vielleicht dazu angetan, in dem einen oder anderen was wachzurufen, in dieser äußersten Bedrohung. Insofern kann gerade vielleicht die Seele, das Seelische oder das ganze Potenzial des eigenen Innern, der eigenen inneren Qualität, besonders sozusagen gesteigert werden. Und gerade in der Konfrontation mit dieser äußersten Bedrohung, die in letzter Konsequenz darauf abzielt, uns zu Maschinenmenschen zu machen, der Great Reset, nicht? Und Transhumanismus und all diese Dinge. Und es ist so eine extreme Bedrohung, weil der alles ruinieren würde. Das darf nicht passieren. Und dagegen bäumt sich der normale, lebendige, wache Mensch einfach auf. Das darf nicht passieren. Wie empfinden wir uns denn selber? Lieben wir uns denn selber? Ist denn unser Körper von Fröhlichkeit erfüllt, wenn wir morgens aufstehen? Das sind für mich ganz, ganz wichtige Fragen, weil die Problematik, in die wir reingeraten sind im Laufe der Zeit und die sich jetzt sozusagen in der großen Krise aufs Schärfste ausdrückt, die verlangt doch ganz andere Kräfte von uns als unseren Verstand. Mit dem Verstand werden wir das Ganze nicht mehr lösen. Also da sind auch die Thinktanks der großen Konzerne viel, viel schlauer als wir. Ich glaube, dass wir menschheitlich gesehen sozusagen an einer Schwelle sind, an einem großen Umbruch. Jahrhundertelang, wenn nicht jahrtausendelang, hat der Mensch auf Erden auch gerungen mit der Natur, auch mit den Härten der Natur. Was ist denn zum Beispiel los mit einer Gemeinschaft oder einem Volk, wenn es drei Missernten gibt? Also das muss man sich mal irgendwie versuchen klarzumachen, sozusagen, unter was für außerordentlich schwierigen Bedingungen Menschen über Jahrhunderte irgendwie hier gelebt haben. Und die Eroberung des Äußeren, die Eroberung der Außenwelt, hat ja in unserer Zivilisation eine Form angenommen, die man nur sehr, sehr beschreiben kann. Diese rücksichtslose Härte und Brutalität, mit der wir gegen das Lebendige vorgehen, indem wir es domestizieren, indem wir Plantagen anlegen. Ich habe zum Beispiel gestern habe ich gedacht an diese ungeheuren Plantagen in Spanien, sozusagen, wo die ganzen Sachen produziert werden, die Tomaten und die anderen Früchte, die hier in unseren Supermärkten verkauft werden. Das ist irgendwie, kommt mir vor wie so eine Art von Zwangslager. Das ist ein sehr, sehr typisches Bild auch für unsere Zivilisation. Ich glaube, dass wir an der Schwelle einer großen, wirklich tiefen, fundamentalen Veränderung stehen. Ich glaube, dass die Menschheit, bewirkt durch Krisen, angestachelt durch Krisen, anfangen wird, sich mit ihrer inneren Wirklichkeit zu beschäftigen. Wir sind mehr, als wir glauben. Und damit meine ich, wir sind mehr als das, was René Descartes damals in seinem Weltbild erklärt hat, als Maschinen, die vielleicht beseelt wurden, aber im Grunde genommen Maschinen. Da gibt es schon mehrere Ebenen mehr. Und was wir im Moment durch diese Krise erfahren, ist, dass wir reduziert werden auf eine Lebensform, die nur in der Medizin gut behandelt werden muss, damit sie wieder funktioniert. Und dabei fragt man überhaupt nicht nach unseren seelischen Zuständen, nach dem, was einhergeht mit dieser ganzen Situation. Und das ist eigentlich das Wesentliche. Es geht nicht darum, den Mensch wieder funktionierbar zu machen, so wie es die Transhumanisten in auch der Planung, den Tod irgendwann zu überwinden, in ihrer ganzen Hybris verfolgen, sondern es geht darum, dass wir wieder in die Emotionen kommen. Wir leben in einem entseelten System. Und die Menschen spüren das. Es ist also eine große Sehnsucht, die wir durch diese Krise nochmal sehr extrem erfahren, eine Sehnsucht nach Veränderung auf diesem Zustand.
Diesen Moment, den die Menschheit gerade erlebt, kann man als eine Tür oder ein Loch betrachten. Die Entscheidung, ob du in das Loch oder durch die Tür fällst, liegt bei dir. Wenn du 24 Stunden am Tag die Nachrichten konsumierst mit negativer Energie, ständig nervös, pessimistisch, wirst du in dieses Loch fallen. Aber wenn du die Gelegenheit ergreifst, dich selbst zu betrachten, über Leben und Tod nachzudenken, dich um dich selbst und andere zu kümmern, dann wirst du durch das Portal gehen. Kümmere dich um dein Zuhause, kümmere dich um deinen Körper. Verbinde dich mit deinem spirituellen Zuhause. Wenn man sich um sich selbst kümmert, kümmert man sich gleichzeitig auch um alle anderen. Unterschätze die spirituelle Dimension dieser Krise nicht. Nimm die Perspektive eines Adlers ein, der alles von oben sieht und einen weiten Blick hat. Diese Krise ist eine soziale Frage, aber auch eine spirituelle Frage. Die beiden gehen Hand in Hand. Ohne die soziale Dimension verfallen wir in Fanatismus. Ohne die geistige Dimension verfallen wir in Pessimismus und Aussichtslosigkeit. Du bist bereit, dich dieser Krise zu stellen. Hol deinen Werkzeugkasten und benutze alle Werkzeuge, die dir zur Verfügung stehen. Lerne Widerstand. Am Beispiel der indigenen und afrikanischen Völker. Wir wurden und werden ausgerottet. Aber wir haben nie aufgehört zu singen, zu tanzen, ein Feuer anzuzünden und uns zu freuen. Fühle dich nicht schuldig, wenn du in diesen schwierigen Zeiten glücklich bist. Traurig oder wütend zu sein hilft überhaupt nicht. Widerstand ist Widerstand durch Freude. Du hast das Recht, stark und positiv zu sein. Und es gibt keinen anderen Weg, dies zu tun, als eine schöne, glückliche und strahlende Haltung zu bewahren. Es hat nichts mit Entfremdung oder Unwissenheit über die Welt zu tun. Es ist eine Strategie des Widerstandes. Wenn wir die Schwelle überschreiten, haben wir einen neuen Blick auf die Welt, weil wir uns unseren Ängsten und Schwierigkeiten gestellt haben. Das ist alles, was du jetzt tun kannst. Gelassenheit im Sturm, Ruhe bewahren, jeden Tag beten. Mache es dir zur Gewohnheit, dem Heiligen jeden Tag zu begegnen. Zeige Widerstandsfähigkeit durch Kunst, Freude, Vertrauen und Liebe. Sagt White Eagle, Häuptling der Hopi, am 9. Juli 2021. Im Falle von Corona sieht man es ja auch deutlich, dass der Mensch letztlich als Objekt betrachtet wird. Also der Mensch wird von außen betrachtet und wird reduktionistisch betrachtet. Er wird letztlich reduziert auf seine pure Körperlichkeit. Das auch spielt keine Rolle, das ist esoterisches Geschwurbel oder so. Ja? Die Wissenschaft hat ja eine ungeheure Arroganz. Und das ist dieses esoterische Geschwurbel, das ist im Grunde genommen das, worum es eigentlich sozusagen, da ist eigentlich ein Weg, ein wirklicher Weg aufgezeigt, den man mit diesem sozusagen niederschmetternden und niederwalzenden, arroganten Sentenzen überhaupt nicht nahe kommt, sondern dass es geht um eine Wesenserkenntnis, der keiner ausweichen kann. Und auch kein Wissenschaftler, kein Virologe, das sind ja alles abstrakte Figuren. Das sind ja auch gar keine Ärzte. Virologie ist eine Laborwissenschaft, eine reine Laborwissenschaft, die genau diese Prinzipien alle berücksichtigt und auch an diesen dogmatisch festklebt, kann man sagen, die Naturwissenschaft seit dem 1700 sowieso favorisiert. Das ist ganz eindeutig, das sind diese eisernen Prinzipien der Objektivität und der Objekthaftigkeit der Dinge, wo das Subjektive überhaupt keine Rolle spielen darf. Und dann gibt es natürlich auch in diesem Zusammenhang die Rolle der Abstraktion. Wissenschaft ist immer abstrakte Wissenschaft. Im Letzten geht es auf die Naturwissenschaft zurück, immer abstrakte Naturwissenschaft. Und das ist immer dann gekoppelt an die Mathematik.
Und wenn die Mathematik sich dann so abkoppelt, dann kann man mit ihr alles machen. Und jedes Irrsinnsmodell kann dann ausgerechnet werden und danach wird dann Politik gemacht. Das haben wir ja alles nun, das erleben wir ja deutlich. Nicht? Diese eigenartige Faszination, die dann auch von Zahlen ausgeht, die dann auch wenn sie vollkommen abwegig sind und der Zusammenhang gar nicht mehr existiert. Aber dann ist die Mathematik, die Abstraktion, das gilt ja geradezu als Gütesiegel der Wissenschaft. Wer einfach nur beobachtet, wie das Goethe gemacht hat, oder hier noch im 20. Jahrhundert noch wunderbare Biologen wie Portmann oder andere, das zählt doch gar nicht. Das zählt überhaupt nicht. Das interessiert doch gar keinen. Sondern das, wie man es analytisch betrachtet, man nimmt es auseinander. Nicht? Reduktionistisch immer weiter zurückführen auf die kleinsten Einheiten, immer weiter. Man glaubt, da findet man, stößt man auf die Wirklichkeit. Was ja aber, warum soll ja die Wirklichkeit sein? Die ist aus gutem Grund gestalthaft. Und wer die Gestalt zertrümmert, um immer weiter ins Kleinste zu gehen, wie in einen Sog hineingebracht, ja, was soll da rauskommen? Da kommt auch nichts raus. Oder dann abstrakte Konstruktionen daraus macht. Und dann den Menschen womöglich in letzter Konsequenz dann auch irgendwelche Implantate einpflanzt, die ihn dann vollkommen verändern. Zum Maschinenmenschen machen. Nicht? Das wissen wir ja auch. Transhumanismus, Great Reset und so weiter. Nicht? Das ist ja auch ein heißes Thema, sage ich mal. Oder ein eiskaltes Thema, kann man vielleicht auch besser sagen. Ein japanischer Zen-Abt, der Europa besuchte, sagte in einem Gespräch über die Europäer, you are too hot in the head. Also zu heiß im Kopf. Ich glaube, man muss einen Schritt zurücktreten, um sozusagen genau erkennen zu können oder betrachten zu können, in welcher Verfassung sind wir eigentlich? Ich finde, man müsste noch eine viel weitergehende Frage stellen, und zwar die Frage nach dem Menschenbild, nach dem Menschen überhaupt. Wer sind wir denn in dieser Schöpfung? Wir erweisen uns als in einer auffallenden Weise begabt. Dieses Auffallende hat auch ganz fürchterliche Aspekte. Wir sind, soweit ich das ermessen kann, die einzigen Geschöpfe auf diesem Planeten, die in der Lage sind, gegen Naturgesetze zu handeln. Das tun die anderen Wesen nicht. Die schwimmen innerhalb der Gesetzmäßigkeiten, auch in einer erkennbaren Harmonie mit diesen Gesetzmäßigkeiten. Das tun wir nicht. Wer sind wir? Ich glaube, diese Frage müsste man als Grundfrage überhaupt einmal stellen. Was für eine Auffassung haben wir vom Menschen? Wenn man in der Gegenwart diese Frage stellt, ist die nächste Antwort, die sich anbietet, die Antwort der Wissenschaften, also der Naturwissenschaften. Die Naturwissenschaft betrachtet den Menschen sozusagen in seinen ganzen Veranlagungen, Eigenschaften, Fähigkeiten und Qualitäten als ein hochkomplexes, sehr, sehr interessantes Wesen, aber sozusagen ein Wesen, was sich qualitativ nicht wesentlich unterscheidet von anderen Lebewesen, die es irgendwie gibt. Das heißt, wir sind, die Evolution hat auf wundersame Art und Weise uns hervorgebracht, wie die Schmetterlinge und die Giraffen und die ganzen anderen Lebewesen, aber wir sind auffallend. Wir bringen auf diesem Planeten etwas mit, was durch uns wirkt und was in einer völlig anderen Dimension von Wirkung und Macht sich abspielt. Das ist der extreme Wissenschaftler, ist auch eine ganz eigenartige Figur. Wunderbar hat das ja alles analysiert, der Erwin Chargaff, nicht? Der große Biochemiker, der noch zum Wissenschaftskritiker geworden ist, in seinen vielen Büchern und Vorträgen und Schriften immer wieder auch analysiert, dass der Mensch da eigentlich eine ganz merkwürdige Rolle spielt, eine unselige Rolle. Einfach, nicht? Das ist der Mensch, die Natur kann man nur verstehen und begreifen, wenn man sich selber verstanden hat. Wenn man sich selbst aber die Blackbox ist, wenn man gar nichts verstanden hat von sich selber und das auch gar nicht wissen will und nur den Blick nach außen, das kann nichts werden. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Das ist ein Irrweg. Das Innen spielt immer mit hinein. Nur der Außenblick ist, sag's nochmal, einfach Pathologie. Wenn wir die Wissenschaft uns vorstellen als den Weltenzugang, der uns von der logischen Seite die Welt erklärt, wurde aber im Laufe der Forschungsgeschichte das andere
das eben nicht sichere, das, was Dinge emotional auch erforschen lässt, sprich der Mythos, der dem Logos gegenübersteht, immer mehr zurückgedrängt. Das heißt, der Mythos, so beschreibe ich das, also ein Weltenzugang, der ein spiritueller ist, ein Weltenzugang, der ein nicht rationaler ist, sondern der durch Erfahrungen, die in Geschichten, in Metaphern weitergegeben wird. Wenn dieser Zugang negiert wird, weil er für überholt erklärt wird oder weil er vielleicht als alter Aberglaube oder längst überwunden und veraltet disqualifiziert wird, bricht damit eine große Hälfte weg von dem, was wir eigentlich bräuchten, um in Balance zu kommen. Naja, der abendländische Rationalismus ist irgendwann in Größenwahn ausgeartet. Es war an sich vernünftig und durchaus kein Fehler, auch das Verstandesmäßige zu schulen und auch verstandesmäßig nüchtern, down to earth, in die Welt zu blicken. Das ist nicht falsch, das ist an sich richtig auch, das ist nicht schlecht. Aber irgendwann hat sich natürlich dieser Impuls verselbstständigt und hat sich immer mehr verabsolutiert. Das wurde immer sozusagen beinharter durchgezogen, durchgepeitscht, kann man sagen. Richtig. Der Mensch wurde dann zunehmend abgesprengt von seiner Leiblichkeit, von allem, was die Natur eigentlich ausmacht, auch natürlich im Zusammenhang mit dem Weiblichen. Das wurde auch alles mit abgesprengt, weil der Verstand war sozusagen der Gott in gewisser Weise. Ne? Der kleine Mensch, die plötzlich aufgeblasen durch den Verstand und durch die Technik, die dann immer fantastischer wurde. Und dadurch, aber immer blieb es die Außenperspektive. So schlau der einzelne Mensch sich auch geriert, so schlau sich heute Naturwissenschaftler, ob nun Virologen oder Astronomen und so weiter, gerieren, es ist immer nur außen, es ist eine Außenperspektive. Sie selber sind nie eingeschlossen. Ich spreche ja immer von der, seit Jahrzehnten eigentlich, von der Subjektblindheit der Wissenschaft. Und das ist schon allein ein Grundfehler, weil dann der Mensch und die Betrachtung des Menschen letztlich auch mechanistisch vonstatten geht und der Mensch in seiner Eigentlichkeit gar nicht erfasst wird. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, kann man die zurückdrehen? Das ist ganz schwer zu sagen. Man könnte ja sogar extrem manchmal sagen, in bestimmten Momenten denke ich auch so, das ganze Projekt der Moderne ist gescheitert. Ganz extrem jetzt gesagt. Ganz so finde ich es auch nicht, weil es auch in der sogenannten Aufklärung wunderbare Impulse auch gibt. Das ist nicht nur alles negativ, aber manchmal hat man das Gefühl, die Moderne ist gescheitert auf ganzer Front. Sie haben eigentlich nicht verstanden, wie der Mensch ist und sie ruinieren den Menschen. Siehe Adorno, Horkheimer, Dialektik der Aufklärung. Da gibt es ein paar schöne Sachen auch, die schon erkannt und gesagt haben vor Jahrzehnten. Also das, trotzdem bin ich immer noch jemand, der die Vernunft, jetzt ist das ja nicht unbedingt Verstand, aber die ist ja eine Stufe höher, wenn man so will, die Vernunft halte ich immer noch hoch. Also die Dinge haben auch etwas Vernünftiges. Wir leben nicht in einer Welt, in der eine Vernunft gar keine Rolle spielt. Auch diese Welt ist auch magisch, sie ist unfassbar, sie ist ein Mysterium. Sie hat viele ganz rätselhafte Facetten. Aber es gibt doch auch eine Grundvernunft. Und es gibt ja bis zu einem gewissen Grade auch die Vernunft als ein Werkzeug, die wirklich auch was erkennen kann. Aber das schließt dann immer auch, sagen wir mal, den Kontext ein. Der sozusagen isolierte Verstand läuft immer in den Irrsinn. Immer. Also Isolation überhaupt läuft in den Irrsinn. Jetzt Menschen zu isolieren, ist immer ein Irrsinn. Das macht die Menschen kaputt. Und wenn man den Verstand rein isoliert betrachtet und von der Verstandesebene aus die Welt betrachtet, mündet das in puren Wahnsinn. Weil so ist die Welt überhaupt nicht. Gottfried Benn hat in den 40er Jahren ein Essay geschrieben, der heißt Provoziertes Leben. Und da schreibt er über Drogen, über die Drogenkulte in verschiedenen Kulturen. Und in dem Zusammenhang, wenn ich mich recht erinnere, schreibt er den Satz, die Nervensysteme
der Menschen der westlichen Zivilisation sind in einem so verschissenen Zustand, ich glaube, er benutzt das Wort tatsächlich, dass ihnen nur mit Hilfe einiger kräftiger Alkaloide aufzuhelfen ist. Er selber war Kokainist, also kann man seine Schriften entnehmen, hat das genommen. Und wie erklärt man sich denn zum Beispiel, dass die Spiritualität nach dem Zweiten Weltkrieg, die ins Leben gekommen ist, also in Form von Yoga und von anderem, in Form von Importen von asiatischen Weisheitslehren, ausgelöst wurde durch die psychedelische Revolution? Ist das wirklich im Bewusstsein? Wir haben Drogen gebraucht, um sozusagen der Welt in einer bestimmten Art und Weise uns wieder zu öffnen, um neue Fragen zu stellen. Das hat etwas zu tun mit dem Erschöpfungszustand, in dem ich uns sehe, mit dem nervlichen Erschöpfungszustand. Auch mit dem permanenten Druck, dem wir ausgesetzt sind. Es ist ja heute so, was jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie geschehen ist. Es ist eigentlich etwas ganz Furchtbares. Die meisten Menschen, die in unserer Zivilisation leben, haben Angst. Einmal die archaische Angst, das Leben ist gefährlich. Eine kleine Ader reißt in meinem Kopf und das war es dann irgendwie, das weiß man. Die andere Angst ist gesellschaftliche Natur. Nicht genug Geld zu verdienen, die Wohnung zu verlieren, den Job zu verlieren, nicht mithalten zu können mit dem permanenten Druck, irgendwie, der ausgeübt wird auf uns. Das muss ich doch erstmal alles klären und lösen. Es ist ein Gefühl des Abgeschnittenseins mit dem Wesentlichen. Das heißt, die Menschen merken, dass sie etwas verloren haben, was sie aber nicht greifen können. Und dieser spirituelle Zugang zur Welt ist, glaube ich, das, was wir wieder erfahren müssen. Ich hoffe und wünsche sehr sozusagen, dass die nervliche, empfindsame, empfindungsmäßige Schwäche, in die wir geraten sind, durch die ungeheuren Leistungen auch, die wir vollbracht haben, weil man kann irgendwie auch einfach mal ganz ruhig sagen, ein Atomkraftwerk ist nicht nichts. Also das ist schon was Anständiges. Aber wir haben uns ja sozusagen durch die Künste, die unser Verstand imstande ist zu entfesseln, in eine Richtung bewegt sozusagen, wo jetzt plötzlich als nächster Schritt der menschlichen Evolution der Transhumanismus angekündigt wird. Die nächste Stufe der menschlichen Evolution ist die Verschmelzung des Menschen mit der Maschine. Ich finde diesen Gedanken unfassbar grauenvoll. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe das Gefühl, das ist irgendwie genau die falsche Richtung gedacht. Also diese
diese transhumanistischen Überlegungen, den Menschen zu verbessern durch sozusagen technische, technologische Eingriffe in seine Körperlichkeit und in seine Nerven und was weiß ich. Ich bin zutiefst überzeugt davon, die nächste Stufe der menschlichen Evolution ist eine Evolution des Bewusstseins. Ist eine Evolution, die uns genau das eröffnen wird, was wir jetzt dringend brauchen, nämlich die guten, schöpferischen Kräfte unserer Seele, die tiefen, machtvollen Kräfte unseres Geistes. Und unser Verhältnis zum Kosmos überhaupt. Ich glaube, die Evolutionsstufe, die wir jetzt erreicht haben, lässt uns keinen anderen Weg übrig, als unser Bewusstsein tief und radikal zu verändern. Das heißt, irgendwie, in meiner Wahrnehmung sind wir, was diese mögliche Evolution angeht, ganz am Anfang. Der Mensch ist daraufhin angelegt, würde ich sagen. Der Mensch hat die Möglichkeit, diese hohe Stufe zu erreichen. Die Buddhisten würden sagen, jeder Mensch ist im Prinzip, hat er die Buddha-Natur, er kann sie realisieren. Und jeder hat die Möglichkeit dazu, eigentlich bewusstseinsmäßig sich zu entwickeln, auch wenn ihn die Umstände manchmal oder häufig oder meistens daran hindern. Nicht? Aber es gibt dieses Potenzial im Menschen. Und daran glaube ich ja auch übrigens, das ist irgendwie auch kontaktierbar. Obwohl es gerade heute besonders schwer ist in dieser Situation, weil die ideologischen Vorprägungen, auch machtpolitisch, sind so massiv, dass sie den Menschen genau daran erhindern. Das sind die Vorgaben, also nicht nur die früher die religiösen Vorgaben, aber auch heute die ideologischen Vorgaben, die so massiv, so beinhart, dass der Mensch ganz große Schwierigkeiten hat, sich selber in genau dieser Qualität seines innersten Seins dagegen zu behaupten. Er wird ja runtergemacht, klein gemacht, nicht? Letztlich zum Gegenstand erklärt. Nicht? Im mechanistischen Denken ist der Mensch einfach ein Gegenstand, mehr oder weniger. Er ist ja kein selbstbestimmtes, würdiges, hohes Wesen mehr. Vielleicht war er das nie so, aber wurde ja immer angegriffen, diese hohe Substanz. Aber heute im besonderen Maße, und zwar in globalem Maßstab. Ja, das ist ja so. Dann müsste man ja quasi den Bogen schlagen, dass man erstmal versucht, in sich zu horchen und erstmal in die Stille kommen und dann in dieser Stille aus sich heraus oder aus dem, was einem von außen zugetragen wird, dann Zugang hat zu diesem reinen Bewusstsein. Und das geht natürlich nicht einfach so. Also dazu bedarf es jahrelanger Übungen der Meditation, wenn nicht gar der Kontemplation, dass man in der Lage ist, dieses reine Bewusstsein auch für sich selber als solches überhaupt definieren zu können. Woher kommt das? Kommt das von außen oder kommt das aus meiner inneren Stimme heraus? Oder vielleicht kommt das von beiden Richtungen und verwebt miteinander als ein großes Ganzes. Der menschliche Geist hat zum Beispiel in meinem Empfinden nichts zu tun mit unseren Verstandeskünsten. Der Verstand ist zweifelsohne eine göttliche Eigenschaft, aber der Geist ist noch etwas ganz anderes. In der europäischen Tradition ist es Creator Spiritus, der Schöpfer Geist. Und wenn ein Mensch geistige Erfahrungen macht, geistige Erfahrungen, sind das keine Kopferfahrungen oder Verstandeserfahrungen. Ein schönes Beispiel, um das deutlich zu machen, für viele Menschen auf dieser Erde, ich glaube, für fast alle ist die höchste geistige Erfahrung, die sie machen, die Sexualität. Man erlebt es ja. Also nehmen wir mal an, wir haben sozusagen eine glückliche, erotische, sexuelle Situation. Die Art von körperlicher Wachheit und Aufmerksamkeit, die entstehen kann, wenn es frei ist von Zwang, wenn es wirklich offen ist, das ist eine vollkommen gesteigerte Art von Bewusstsein und von Empfindungskraft. Und ich glaube, für die meisten Menschen ist das die wesentliche geistige Erfahrung, die sie machen. Wenn wir beide uns gegenüber sitzen und wir uns sehen, so wie es so schön heißt bei den indigenen Völkern, ich sehe dich. Also das, was man auch im Hinduismus eben mit Namaste bezeichnet. Ich sehe das Göttliche in dir. Dann agiert da etwas zwischen uns, was weit über das hinausgeht, was wir in unseren, ich sag mal, Hautsäcken miteinander austauschen können. Das heißt also, die Gedanken, die Aufnahmen von Mikromimik, die
mir Informationen zukommen lassen von dir und wir gegenseitig agieren, interagieren, rein auf einer immateriellen Ebene. Vielleicht ist das alles Teil eines größeren Bewusstseins, was eben laut pantheistischer Auffassung alles durchdringt. Dadurch fühlen wir uns eingebunden in etwas, was größer ist als uns, als wir. Das heißt, etwas, wo wir auch aus dieser Hybris fallen, wir sind das Maß aller Dinge. Wir sind, und das begann ja eigentlich in der Renaissance, bei dem Rückbesinnen auf uns als Menschen, was uns gut tat, was die Aufklärung auch überhaupt erst möglich gemacht hat, was aber quasi gekippt ist. Jetzt merken wir, in dieser rein materiellen Aufrichtung, in diesem Wegfall von dem, was Bewusstsein eigentlich bedeutet, haben wir uns völlig entfremdet von all dem, was uns umgibt. In unserem Egozentrismus, in unserer Ausrichtung nur noch auf, was für Möglichkeiten habe ich denn in der Welt und was wird mir in unserem System, in unserer Gesellschaft geboten, um meinen Individuationsprozess so weit zu kultivieren, dass es kippt, dass es krank wird, dass es egomanisch wird, dass es narzisstisch wird, dass es nicht mehr darauf ausgerichtet ist, an die anderen, an quasi die Gemeinschaft zu denken. Das ist das Hauptproblem, was ich im Moment sehe, was uns verloren gegangen ist, weil in dieser großen Illusion, du kannst alles erreichen, wenn du dich nur hart genug anstrengst. Dann kommt dieses amerikanische Modell. Wenn du dich nicht genug angestrengt hast, bist du selber schuld an deinem Unglück. Und da kommt auch das, was wir dann in dem Kastensystem in Indien finden, dass man sagt, schlechtes Karma. Du hast da wohl in deinem Vorleben etwas falsch gemacht und deshalb lasse ich dich jetzt leider in der Gosse liegen. Bist du selber schuld. Dieses Trennen von den Mitmenschen, von der Gemeinschaft, von auch dem, was uns umgibt und durchdringt, ist das, was sich zutiefst anfühlt wie ein Verlorensein, wie ein nicht mehr weiterwissen, wie eine Orientierungslosigkeit, die wir nicht eingefangen bekommen, wenn wir uns nicht diesem Paradigmenwechsel zuwenden und dieser neuen Erfahrung, wer wir eigentlich sind und was die Umwelt ist. Das sind nämlich auch wir. Ich glaube, damit ein Mensch seine innere Welt überhaupt empfinden kann, überhaupt wahrnehmen kann und aus der inneren Welt, aus den inneren Empfindungen sozusagen heraus handeln kann oder gestalten kann, muss er sich dieser inneren Welt erst einmal zuwenden. Wir leben ja in einer Epoche, wo wir sozusagen an das Äußere wie gebannt sind. Also die äußeren Dinge, die zu verfolgenden Ziele, das, was wir leisten müssen und die ganzen Geschichten. Im 20. Jahrhundert kann man beobachten, dass die ersten starken Impulse auftauchen, die auf das Wesen des Menschen zielen. Das heißt, auf seine innere Wirklichkeit, auf seine innere Welt. Aber man mache sich klar, dass die beiden Weltkriege, das heißt der Erste und der Zweite Weltkrieg und alles, was damit zusammenhängt, Wellen von Traumata durch alle lebenden Menschen schicken, von Generation zu Generation. Das heißt, und ich sage das nicht kritisch urteilend oder so, wir sind in einer verwundeten, versehrten Verfassung als Menschen. Ganz besonders fällt das auf in der westlichen Zivilisation. Ein Beispiel. Ein lateinamerikanischer Autor kam während der Zeit, wo die Befreiungstheologie in Lateinamerika aktiv war. Das war ja eine hochinteressante politisch-soziale Epoche, nach Europa gereist, um seinen Verlag zu besuchen. Man veröffentlichte seine Schriften auf Deutsch. Und er fuhr also, kam rübergeflogen, fuhr dann mit dem Zug, irgendwie, ich glaube, von Holland oder von Belgien aus irgendwie nach Westdeutschland, kam an bei dem Verlag, das Gespräch begann und er sagte, als erstes möchte ich mal Folgendes sagen. Wenn irgendjemand eine Revolution braucht, seid ihr das. Weil ihr lebt ja gar nicht. Was sehe ich denn hier für Lebewesen? Nichts funkelt, wenn ein Mensch geht. Nichts ist offen, nichts ist wirklich lebendig. Was ist mit euch geschehen? Thank you.
Kunst, und man hat keine Aufzeichnung darüber, aber das, was man nun sehen kann in der Anthropologie, in der Religionswissenschaft, begann als sakraler Akt, als magischer Akt zum Zugang zum Spirituellen. Und wenn wir davon ausgehen, dann erkennen wir auch, wie tief die Kunst uns die Welt erklären kann. Nicht nur in einer Art, dass wir die Welt darstellen, vorstellen, sondern in einer zweiten Ebene. Diese zweite Ebene wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von der reinen Darstellbarkeit, das hat auch was damit zu tun, dass zu diesem Zeitpunkt langsam die Fotografie diese Übertragung, diese realistische Darstellung ersetzte, sich nun in eine Abstraktion bewegte. Das heißt, es wurde nicht mehr wichtig, laut Picasso, wie der Stier aussah, ob er aussah wie ein Stier, sondern ob Picasso mit einer abstrakten Darstellung des Stieres mit vielleicht 5 oder 8 Strichen dessen Wesen, dessen Wildheit, dessen Kern in dieses Bild übertragen konnte. Und das ist eigentlich der spannende Akt, den wir erfahren, wenn wir uns mit Kunst auseinandersetzen. Es ist immer diese zweite Ebene, die uns immer emotional berührt. Kunst ist rational nicht zu erfassen. Kunst wirkt nicht durch den Logos, sondern durch den Mythos. Kunst ist Geschichten erzählen. Wir haben noch gar keine Kultur. Wir produzieren Werke und produzieren Events und es gibt viele Künstler sozusagen, die das machen können, die allesamt Außenseiter sind und die hart kämpfen müssen, sozusagen, damit sie überhaupt ihr Überleben sichern können. Wir sind doch noch gar nicht an dem Punkt, wo es einen fruchtbaren Boden gibt. Vor einigen Jahrzehnten, in den 80er Jahren, dachte ich plötzlich, was die Position des Künstlers betrifft, es fragt gar niemand nach dem, was wir können. Der Boden, auf dem wir stehen, ist gerade mal so groß wie unsere Füße. Wir werden nicht getragen von der Gesellschaft. Das alles ist möglich, aber dass es kommt. Es ist möglich sozusagen, dass in den Menschen die Sehnsucht aufwächst nach wirklich Schönem, was einen wirklich berührt und wirklich trifft. Die Vergnügungen, die uns jetzt angeboten werden, das sind doch alles Eintagsfliegen. Davon wird die Seele des Menschen doch nicht ruhig oder davon wird die Seele des Menschen doch nicht erfüllt. Und ich wage das einfach mal zu sagen, was ich mir wünsche für uns, ist eine dogmenfreie und gedankenfreie Frömmigkeit. Das hat sehr viel zu tun auch mit dem, was ich als Dankbarkeit empfinde, also dem Lebendigen gegenüber. Und das ist etwas sehr, sehr Einfaches und für mich etwas zutiefst Menschliches. Das muss wieder entstehen, kann wieder entstehen, sollte wieder entstehen. Es würde uns sehr helfen. Wir sind im Moment in einer absolut gegenpoligen Position, was das Ganze angeht, weil Gefühle, Frömmigkeit, Empfindungskraft, spielt das irgendeine Rolle? Nein. Spielt das eine Rolle für den Arbeitgeber, ob ich an meinem Schreibtisch glücklich bin oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß, ich erinnere mich noch in den späten 60er Jahren, wir haben doch eine Filmakademie hier in Berlin, machte einer der Absolventen seinen Abschlussfilm, der dauerte gerade mal 5 Minuten und zeigte eine Betriebsversammlung. Also alle Angestellten versammelten sich und der Chef hielt eine Rede und sagte, als allererstes möchte ich betonen, das Motto unserer Firma, im Zentrum unserer Arbeit steht nicht der Mensch. Das war so ein Signum für die Epoche, in der wir leben. Also ich glaube, dass wir in der Zuwendung zueinander und in der Zuwendung zu uns selber noch unendlich viel zu entdecken haben. Wir leben meinem Empfinden nach weit unterhalb unserer menschlichen Möglichkeiten. Und wenn man sich aufmerksam umschaut, auch in der menschlichen Geschichte, man kommt nicht umhin zu bemerken, dass es eine Quelle dieses ganzen Wunders gibt. In jeder Weltreligion, in jeder Kultur gibt es sozusagen die Haltung der Verehrung dem großen Geheimnis gegenüber. Wir sind davon im Moment sehr, sehr weit entfernt, aber all das kann wieder kommen, weil nichts ist selbstverständlich. Nichts. Wir nehmen das so, wir verhalten uns wirklich wie Menschen in einem Warenhaus, sozusagen die grapschen, was sie irgendwie grapschen können oder so. Das ist niedrig. Außerdem die merkantile Bewusstseinsverfassung der Gegenwart,
Also rational, rational betont und gleichzeitig immer merkantil. Was kann ich kaufen? Ich finde es grotesk. Es ist absurd. Es ist auch irgendwie, wie vieles von unserer Gegenwart, des Menschen eigentlich nicht würdig. Also ich halte uns für größere, fähigere, tiefere Geschöpfe als das, was im Moment sozusagen als menschlich erscheint. Ist ja eine Grundfrage, wie kann der Mensch an sein eigentliches Potenzial herangeführt werden? Wir unterstellen mal, es gibt dieses Potenzial, dieses schöpferische, geistig-kosmische, vielleicht auch göttliche Potenzial in jedem Menschen. Davon gehen wir mal aus. Also sozusagen buddhistisch gesprochen, die Buddha-Natur hat im Prinzip jeder. Wie erreiche ich, dass er sozusagen diese Quelle in seinem Innern wirklich kontaktieren kann? Wie geht das? Durch Postulate auf keinen Fall. Auch durch geistreiches Reden auch nicht. Häufig genug sind es Nackenschläge des Schicksals, die den Einzelnen ganz individuell dazu bringen können, dass er irgendwas begreift. Also das ist ja auch eigentlich bekannt. Kann man ja auch buddhistisch interpretieren. Also der Mensch durch Leiden, durch das, was ihn sozusagen packt, auch eben durch diese Nackenschläge, könnte er begreifen und begreift das auch manchmal, dass da geht es nicht weiter. Das ist falsch. Dieser Weg ist einfach falsch. Und das ist also ein Weckruf durch Leid, durch Leidensdruck. Und da kann was passieren. Es kann natürlich auch anders sein. Es kann auch ein Begeisterungsschub vorliegen. Also es kann auch eine überwältigende Seinserfahrung oder eine Begeisterung, sozusagen jetzt mal nur im Ja zu bleiben, also nicht das Nein, das Leid, sondern die Bejahung dazu führen, dass man aufsteht und versucht, das Seine zu manifestieren und das anderen auch mitzuteilen. Aber dieses Mitteilen ist immer schwierig, weil wenn man viele, die etwas mitzuteilen haben, haben eine Attitüde einer der Wissenden, auch eine eigenartige Form, die auch auf viele abstoßend wirkt. Das möchten sie sich nicht sagen lassen, sie möchten sich nicht belehren lassen. Und man muss da sehr vorsichtig sein. Überhaupt, Menschen werden ungerne belehrt. Sie werden ja sowieso ständig belehrt von den Herrschenden und so in jeder Richtung. Und werden zu Kindern degradiert. Also jetzt mal im negativen Sinne, sie sind werden ganz klein gemacht. Aber wie erreicht man da etwas? Auch da muss es so sein, dass man den Menschen an einer lebendigen Stelle packt. Es muss sozusagen ein Repräsentant dieser hohen Schicht im Menschen sein und die muss kontaktiert werden. Diese Stelle, also dieser Repräsentant muss kontaktiert werden. Wenn da gar kein Repräsentant dieser Seinsqualität, dieser geistig-kosmischen Qualität existiert oder wenn das so verschüttet ist, dass man da nicht rankommt, ist da nichts zu machen. Dann sind es leere Worte. Es ist ja so, dass nicht jeder Einzelne, aber das ist ein wichtiger Punkt, den ich irgendwie ansprechen möchte. Menschen haben ein Gewissen. Und ich meine damit nicht das von der Psychoanalyse erkannte Über-Ich, was sozusagen eigentlich gesellschaftlicher Natur ist. Also es gibt bestimmte gesellschaftliche Normen, an die man sich zu halten hat und versucht, ihnen zu entsprechen, sondern ich meine die leise innere Stimme, von der ich viele, viele Jahrzehnte angenommen habe, dass jeder Mensch sie hört und jeder Mensch sie hat. Mittlerweile bin ich zu der Einsicht gekommen, nein, das ist nicht der Fall. Es gibt Menschen, die die Stimme ihres Gewissens nicht vernehmen. Ich sage jetzt einfach mal, ich nehme das wahr zum Beispiel an sehr, sehr vielen Politikern, die verhängnisvolle Entscheidungen treffen, ungerührt. Was ist mit dem Gewissen? Zum Beispiel, als im letzten Jahr die Pandemie ausbrach und eine Situation entstand, wo die alten, besonders gefährdeten Menschen in den Pflegeheimen und in Krankenhäusern isoliert wurden. Wie kann man als Mensch mit einem Gewissen eine solche Situation heraufbeschwören?
Das heißt, da blicken wir dann, wenn wir uns angucken, uns Menschen plötzlich auf eine unheimlich zerklüftete Landschaft. Also ich empfinde das zum Beispiel in meinem Leben, es gibt eine Art von Autopiloten. Wenn ich anfange, Dinge zu machen, die nicht in Ordnung sind, also sozusagen in meiner Welt, in meiner Wirklichkeit, merke ich das. Ich spüre das. Irgendein Impuls kommt, eine Empfindung kommt, ein Gefühl kommt, sozusagen in mahnender Art und Weise. Und ich glaube, dass diese leise Stimme des Gewissens etwas Göttliches ist. Weil da ist ein Maßstab von Gerechtigkeit und von Liebe und von Verständnis für das Lebendige, der ist eigentlich unerreicht sonst im Leben. Und ich glaube, ein großer Teil der Tragödie, die wir als Menschen auf dieser Erde erleben, ist, dass bei vielen, vielen Menschen diese zarte innere Instanz ausgeschaltet ist. Ja, es gibt zwar einen schönen Spruch, das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Wir sind den Naturgesetzen unterworfen, wir sind aber auch gleichzeitig frei. Die Frage nach der Determiniertheit in unserem Leben schafft uns aber auch die Möglichkeit, uns in der Reflexion, wie wir in dem Leben eingebunden sind, zu fragen, welche Richtung können wir überhaupt gehen und welche Richtung können wir gehen, ohne uns zu entfremden, uns selbst gegenüber, aber auch unserer Gemeinschaft, unserer Umwelt gegenüber. Und da bin ich wieder bei dem, was ich gerade mit der kosmischen Religion Einsteins erklärt habe. Also, dass wir nach der Furchtreligion und der Moralreligion eine Religion lernen zu erkennen in einem Eingebundensein, dass es keine Trennung gibt zwischen Kultur und Natur. Denn das Kulturieren war ursprünglich Landwirtschaft, hatte also mit der Natur zu tun. Wir haben da keine Trennung. Und dadurch, dass wir keine Trennung haben, haben wir auch das Gefühl, wir haben ein Wissen der Menschlichkeit, dem Gefühl der Verbundenheit mit allem Leben im Kosmos. Und genau das meint Einstein, wenn er von einer kosmischen Religion spricht. So wie wir antreten mit unseren ganzen Fähigkeiten und Kräften, sind wir zunächst ein Chaos. Wir sind nicht ein Wesen. Wir sind mal, also jetzt banal gesagt sozusagen, mal sind wir in guter Verfassung und Sachen gelingen uns, ein anderes Mal sind wir vollkommen verzagt, trauen uns überhaupt nicht zu. Dann gibt es sozusagen ganz viele Schwächen, die uns auch in unserem täglichen Leben behindern können, plötzlich Verzagtheit oder was weiß ich, oder man weiß es nicht genau und tut dann so, als wüsste man es. Ich glaube, eine der Aufgaben des Menschen auf dieser Erde ist, aus diesem, nennen wir es mal Material, aus diesen Kräften, aus diesen Eigenschaften, ein Wesen zu schaffen. Wirklich einen Menschen. Das ist aber Arbeit. Das geschieht nicht von selber. Es gibt einen wunderbaren Text von Hugo von Hofmannsthal, der heißt Die Briefe des Zurückgekehrten. Da beschreibt er, wie ein Mensch, der, also ein in Deutschland geborener, in Deutschland erzogener, jahrzehntelang im Ausland arbeitet und dann nach Jahrzehnten zurückkehrt nach Deutschland. Kommt eine wunderbare Darstellung. Er besucht eine Ausstellung mit Bildern von Van Gogh in Holland und sieht die ungeheure Kraft sozusagen dieses Künstlers.
Dann spinnt er daraus weitere Fäden und dann kommt er zu einem Satz, den ich auch nicht vergessen habe. Er sagte, das möchte ich den Deutschen auf den Fingernagel schreiben. The whole man must move at once. Und ich glaube, dass das eine wesentliche Aufgabe für jeden Menschen ist, ob er darum weiß oder nicht, aus dem Vielen, was er sein kann, aus dem Vielen, was er ist, ein Wesen zu schaffen. Die meisten Menschen, die heute leben, haben kein bleibendes Ich. Das Beispiel, was ich eben erzählte. Abends legt sich einer schlafen, morgens wacht ein anderer auf. Das waren zwei Iche. Und wir haben unendlich viel in uns, jeder Mensch, die heißen alle Ich. Die beanspruchen alle Ich zu sein. Aber es gibt ein innerstes Ich. Und dieses innerste Ich ist in engster Verbindung mit dem, was ich vorhin das Gewissen genannt habe. Und ich glaube, die Aufgabe ist, aus diesem Material tatsächlich einen Menschen zu schaffen. Das heißt, einen Menschen, der in allem, was er tut, in allem, was er bewegt, sozusagen ein Wesen ist, dass da ein Wille dahinter steht. Aber das ist Arbeit. Das ist das, was die Sufis, die in dieser Hinsicht unglaublich viel Wissen gesammelt haben, die Arbeit an sich selbst nennen. Und was ich mir für unsere Zukunft wünsche, ist, dass unsere Kultur das annimmt und aufnimmt, sozusagen, dass es zum Wesen des Menschen auf dieser Erde gehört, an sich zu arbeiten, um aus dieser Situation herauszukommen, dass man viele Dinge tut, die man eigentlich gar nicht meint, die auch eigentlich gar nicht die eigene Liebe haben, sondern man macht es, weil die Gesellschaft das von einem fordert. Also da ist viel zu tun. Und haben wir denn in Wirklichkeit außer wenigen Menschen im Laufe der Geschichte, haben wir das überhaupt je angestrebt als Ziel? Man kann davon ausgehen, dass es vielleicht so ein reines Urbewusstsein gibt. Wenn ich mal diese These oder Hypothese mal so in den Raum stelle, dann ist natürlich die Frage, wie kann sich der Mensch dem annähern? Und was hat das mit ihm selber zu tun? Das fällt ja nicht sozusagen vom Himmel, auch wenn es immer da ist. Es muss sozusagen erarbeitet werden, in Anführungszeichen. Es gibt eine bestimmte Entwicklung dahin, die auch oft schwer ist, die schmerzhaft ist, die nicht einfach ist. Aber es könnte irgendwann der Punkt kommen, wo der Einzelne begreift, dass er das sozusagen schaut, was er eigentlich immer schon war und was ihn in der Tiefe gründet und in diesem Sinne auch setzt, um das Wort von Kierkegaard aufzugreifen, dass er da in irgendeiner Form dann dahin kommt. Also sozusagen, die, jetzt mal buddhistisch gesprochen, die Buddha-Natur ist immer da, aber sie muss manifestiert und erreicht werden. Sie ist vergessen worden, kann man sagen. Da ist so viel drüber gelagert über diesen Spiegel. Der ist eben kein reiner Spiegel mehr. Da ist so viel karmischer Unrat da drauf gelegt, dass der reine Spiegel gar nicht mehr als reiner Spiegel existiert überhaupt. Und ist völlig verschmutzt und kaum noch zu erkennen. Und dies alles wegzuräumen, also dann karmische Bewusstseinsarbeit und dann vielleicht an diesen Spiegel zu kommen, wo man dann tatsächlich die Dinge spiegelt, idealiter, wie sie wirklich sind. Denn sonst hat man immer diese verengte Perspektive, dass man sozusagen durch diese karmischen Verunreinigungen quasi die Dinge betrachtet und dann niemals aus seiner Ego fixierten Haltung hinauskommen kann überhaupt. Man bleibt da drin hängen einfach. Und man hat keine Befreiung, keine befreiende Perspektive. Und das ist natürlich das Wunderschöne an solchen Situationen, wenn es gelingt, auch wenn es nur Momente manchmal sind, dass man aus all dem aussteigt, in ein richtig befreiendes Bewusstsein hineingerät. Und auch wenn es nur ganz kurz ist, man ahnt plötzlich, manchmal blitzartig oder in kurzen, wunderbaren Momenten, ja, jetzt ist es richtig, so sollte es sein. Da ist wirklich eine Essenz, die wir sind und die gleichzeitig auch im Kosmos, in der Welt ist. Und dies verbindet uns. Und wenn wir das erreicht haben, sind wir schon wesentlich weiter. Dann steigen wir aus dieser furchtbaren Mühle auch, in die wir auch immer eingespannt sind. Also das sind ganz wichtige Felder, die jeden Menschen betreffen. Es gibt viele Berichte in der menschlichen Überlieferung von einem goldenen Zeitalter. Das
offenbar vorgeschichtlich ist, prähistorisch, weil es gibt keine Zeugnisse darüber. Es gibt nur das Wissen, dass es so etwas gab. Ich vermute, dass es sich da um eine Zeit gehandelt hat, in der die Menschen um das Göttliche im Menschen, auch im anderen Menschen, wussten und sich entsprechend verhalten haben. Ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube, dass das auch, wenn man unsere zukünftigen Möglichkeiten betrachtet, ich glaube immer, dass das möglich ist. Und also ich bin einer von denjenigen sozusagen, die die Fahne nicht einholen und sagen, es ist alles verloren, sondern wir sind in einer enormen Herausforderung und jeder Einzelne spielt eine große Rolle. Es taucht auch immer wieder die Frage auf, jetzt passieren diese großen Prozesse, was kann der Einzelne denn machen? Der Einzelne kann sehr viel machen, weil in meinen Augen sind wir ein Körper in unendlich vielfältiger Gestalt. Und alles, was ein einzelner Mensch macht, beeinflusst die anderen. Oder anders formuliert, wir arbeiten alle an der großen Skulptur. Und wenn du deinen Tag gut bestreitest oder gut lebst, also das heißt fröhlich, aufmerksam, wach, tust du uns allen gut. Wenn du abstürzt und verfällst in Depression und Finsternis, möglicherweise mit Hass oder Rachegefühlen, wie übel hat die Welt dich behandelt, machst uns allen das Leben schwer. Das Leben des Einzelnen ist von großer Bedeutung, weil auch das Glück, was auf dieser Erde erlebbar ist, ein Glück des Einzelnen. Kollektives Glück gibt es vielleicht mal bei einem gelungenen Konzert oder bei einer schönen Theateraufführung, aber das ist minimal. Das Glück, was hier für den Menschen erlangbar ist, ist ein Glück des Einzelnen. Jeder Einzelne ist wichtig. Und deswegen, in diesem Zusammenhang, was für eine Schande, die Zustände, die wir hervorgerufen haben, unsere Zivilisation auf dieser Erde. Wie können wir abends in den Spiegel gucken, ohne uns wirklich zu schämen, bis ins Tiefste? Und wir wissen ja alle, wie das funktioniert. Es gibt eine Bewusstseinsindustrie, die uns von Erkenntnissen dieser Art abhält, durch zahllose Ausleitungen und Ablenkungen irgendwie nach außen. Aber nach wie vor, ich glaube an den Menschen. Ich glaube auch, dass wir in der Lage sind, das alles zu durchschauen. Ich glaube auch, dass wir in der Lage sind, uns unabhängig zu machen von den Einflüssen, die uns bestürmen. Und gerade was die jungen Generationen anguckt, ich glaube, wir sollten alles tun, um die jungen Generationen zu ermutigen und um ihnen die Größe auch ihrer eigenen Existenz und überhaupt die Größe des Menschen nahezubringen. Man kann gar nicht genug tun in dieser Richtung. Und das große Wunder, das große Mysterium ist, dass jeder von uns Zugang dazu hat. Das müssen nicht nur Heilige sein, das müssen nicht nur spirituelle Männer sein. Was uns vom Göttlichen trennt, ist quasi das Menschliche. Körper und Geist müssen zusammenwirken in dieser Erkenntnis, dass wir in unserem Wesenskern, in unserer Ausrichtung, wer wir wirklich sind. Die Frage, wer sind wir? Was ist Bewusstsein? Und was ist unser Bewusstsein? Das führt uns dazu, dass wir über uns hinauswachsen können und dass wir in Verbindung stehen mit allem Lebendigen und allem Materiellen und sich unsere Weltenzugänge miteinander so verzahnen, dass wir diese Einheit auch mit allen Sinnen und mit unserem Bewusstsein erfahren können. Wenn wir das fertigbringen, haben wir eine andere Welt. Wir haben diesen Paradigmenwechsel dann bereits vollzogen. Was übertrifft denn die Natur an Ausdruckskraft? Also wenn wir um uns schauen, zum Beispiel seit vielen Jahrzehnten beschäftigt mich ein Phänomen, das ist sozusagen mein Koan, wie man im Zen sagt, und zwar ist es ein Satz von Novalis. Der Satz lautet, ich bin vor 50 Jahren auf diesen Satz gestoßen, unendliche Ferne der Blumenwelt. Ich las den Satz und dachte, bitte? Unendliche Ferne der Blumenwelt? Was meint er? Wovon spricht er? Die sind doch ganz nah, ich sehe die doch, die Rose oder die Astern oder was da auch immer. Wieso unendlich fern? Das verließ mich nicht mehr, weil der Satz sozusagen, der hakte irgendwie bei mir. Ich dachte, was meint er? Wovon redet er? Weil ich schätze Novalis sehr, ich liebe ihn, ist ein ganz wunderbares Wesen in unserer Geistesgeschichte. Und es hat mich nicht mehr losgelassen. Und im Laufe der Zeit wurden mir dann verschiedene Sachen deutlich. Erst einmal, es gibt wunderschöne Dinge auf Erden. Zum Beispiel Gesichter,
auch Gesichter von Tieren, auch Gesichter von Menschen, auch die Bewegungen lebendiger Körper. Aber es gibt etwas, was alles dimensional in den Schatten stellt. Und das sind die Blüten. Unglaublich, wenn man mal genau eine Blüte anguckt, sozusagen die Ordnung, die Struktur, die Schönheit, die aus dem Zusammenspiel der ganzen Strukturen einer Blume entsteht. Unwahrscheinlich. Und dann sozusagen bin ich ganz langsam bin ich der Sache irgendwie näher gekommen. Und zwar in einem metaphysischen Zusammenhang. Es steht geschrieben, ich weiß nicht mehr wo, das Göttliche, also Gott, ist uns vom Wesen her das Allernächste und vom Sein her das Allerfernste. Und plötzlich dachte ich, die Blüten, das sind Postkarten Gottes aus der Dimension seines Seins, diese unübertreffliche Schönheit. Ich halte die Schöpfung tatsächlich für ein in unfassbaren Dimensionen sich abspielendes Kunstwerk. Um das wahrzunehmen, um das sozusagen das eigene Denken und Fühlen zu integrieren, muss man das aber erstmal wahrnehmen können. Also es gibt zum Beispiel ein Wort, was ich sehr mag und was im heutigen Sprachgebrauch kaum noch vorkommt. Das ist das Wort Frömmigkeit. Frömmigkeit bedeutet für mich in meiner Perspektive nicht, dass man rituell sonntäglich in die Kirche geht und da die Ritualien mitmacht, sondern es bedeutet, das, was Novalis in dem schönen Satz ausgedrückt hat, das gewöhnliche Leben ist ein Priesterdienst, weil wir leben in einem Zauber. Die Erde ist ein lebendes Wesen. Wir sind
inmitten einer Schöpfung, die an Wunderbarkeit irgendwie nichts zu wünschen übrig lässt, wenn in einem Menschen sozusagen diese Wahrnehmung lebendig wird, wenn er anfängt, irgendwie auch zu staunen, dann kann es interessant werden, und zwar in dem Zusammenhang, dass dieser Mensch anfängt, sozusagen sein eigenes Gefühl, sein eigenes Verhalten in der Art und Weise zu ändern, dass er merkt, er ist in einer Wirklichkeit angekommen, sozusagen, die lebendig ist, geheimnisvoll ist, Tiefe ist, unendliche Farben hat, unendlich vieles hervorbringt, sozusagen an Erfahrungsmöglichkeiten, an Gefühlszuständen, an allem Möglichen. Das ist für mich eine der möglichen Quellen dessen, was man Religiosität nennen könnte. Unser in der Welt sein muss sich grundlegend ändern, aber nicht als Postulat, sondern es muss aufsteigen in dem Einzelnen, der verstehen kann, dass er anders in der Welt ist, als dies hier offiziell angenommen wird. Und dass es keine Phantasmagorie ist. Also ist, deswegen sage ich, ein geistig-kosmisches Wesen, der Mensch ist ein geistig-kosmisches Wesen, nach meiner Überzeugung. Und da hat er seine Würde. Und wenn man das nicht berücksichtigt, nur immanent auf die Erdoberfläche bezogen, wird es nicht gehen. Und ich bin auch zutiefst überzeugt davon, das Wohlergehen einer Gesellschaft, das Niveau, auf dem Menschen sich begegnen, das Niveau, auf dem Menschen sozusagen umgehen mit den Dingen, mit dem Lebendigen, mit allem, was nötig ist, das hängt entschieden ab von der Arbeit, die die Einzelnen an sich machen. Man stelle sich doch zum Beispiel mal eine Gesellschaft vor, in der es Usus ist, dass man schon den Kindern beibringt, dass Stillsein, bei sich sein, sich selbst empfinden, essentiell ist und dass es ihr Leben lang sie begleiten wird. Also die Fähigkeiten und die Selbstempfindung, die sie haben. Man stellt sich doch mal vor, wir hätten eine Gesellschaft, wo das Stillsein, das Meditieren, das Dankbarkeit fühlen und in die Welt strahlen Usus wäre. Man stellt sich doch mal vor, wir würden in einer Welt leben, wo zum Beispiel mittags um 12 schlagen die Glocken in der Stadt und alle bleiben für 5 Minuten still, atmen, sind dankbar, empfinden das Wunder, in dem sie sind. Das ist doch alles in unserem geistigen und unseren seelischen Möglichkeiten gegeben. Ich kann mir mühelos eine Welt vorstellen, die menschlich ist. Das liegt daran, dass ich ein Mensch bin und dass ich dieses Potenzial in mir trage. Und von außen wird keine Rettung kommen. Von außen kommen jetzt die Kontrollorgane der Technologen, die uns jetzt anfangen wollen zu steuern. Und ich habe seltsamerweise das Gefühl, dass das, was sich da jetzt so großartig und machtvoll aufbaut, nicht lange existieren wird. Weil alles, was uns jetzt beeinflusst, versucht zu lenken und irgendwie auch zu steuern, die ganze digitale Welt zum Beispiel, hat keine Wurzeln im Lebendigen. Nicht eine. Das ist alles nur ausgedacht. Das sind Verstandeskünste, die dann sozusagen realisiert werden in Form von Maschinen. Das wird uns nicht helfen. Was uns aber helfen kann, ist unser Selbstvertrauen und auch die Erkenntnis, die auch in deiner Frage irgendwie enthalten war. Wir sind sehr wundersame Wesen und es ruhen schöne, sehr, sehr schöne und auch wirklich hilfreiche Kräfte in jedem einzelnen Menschen. Oder wie John Lennon mal so schön gesagt hat, Love is the answer and you know it for sure. Das heißt, du weißt es eigentlich in deinem Inneren ganz genau, wohin der Weg gehen sollte. Nur, wer macht den Anfang? Wer gibt es zu? Wer gibt nach? Wer ist derjenige, der sagt, ich reiche dir zuerst die Hand? Das ist eine Überwindung, die wir in unserem System einfach nicht lernen. Wir sind in Konkurrenzdenken. Wir sind in dem, dass der Stärkere gewinnt und dementsprechend Macht ausüben kann. Und diese Macht ist doch so ein schönes Gefühl. Aber Liebe ist ungleich stärker. Und Liebe wird in unserer Sicht der Dinge oftmals als verkitscht, verschwurbelt, abgehoben oder gar als Schwäche ausgelegt.
Das heißt, das, was uns eigentlich in die Stärke führt, von dem werden wir abgehalten. Weil wir denken, wenn der Nächste kommt und dementsprechend die Dinge anders sieht, dann habe ich keine Chance und werde von ihm beherrscht. Das sind natürlich uralte Mechanismen. Wir wissen, dass es anders geht. Wir wissen, was Martin Luther King, was Gandhi, was Mandela auf den Weg gebracht haben, indem sie nicht gewalttätig geworden sind, indem man eine spirituelle Praxis betreibt, eine Mystik, die eben nicht auf Aggression setzt, sondern auf Beobachtung und auf ein auch Handeln in Nichthandeln. Dieses Wu-Wei, was einen selber in die Stärke bringt, um dann im richtigen Moment auch richtig agieren zu können. Das ist eine Stärke, die man niemals finden kann durch Waffen und durch Machtausübung und durch das Unterjochen von anderen. Sondern wir müssen selbst, ist das nicht auch Gandhi, die Veränderung sein, die wir von anderen erwarten? Oder irgend sowas hat, glaube ich, auch sogar Gandhi gesagt. Ne? Sei selbst die Veränderung, die eigentlich angesagt ist. Also die Menschen, die du eigentlich möchtest, das musst du sein. Du bist, du musst dich auf andere gucken. Die wunderbaren Menschen müssen auftauchen. Versuchst du doch selbst zu sein. Ich sage ja sogar manchmal ganz extrem, jetzt wirklich sehr extrem, wenn alle anderen um dich rum das Gegenteil sagen und du sagst, das gibt es alles gar nicht. Und du bist der letzte und einzige Mensch. Ich bleib trotzdem dabei. Ich weiß, wohin euch euer Weg führt, würde ich sagen. Ich bleibe dabei. Und wenn ich meine physische Existenz dadurch verliere, auf eine brutale Weise, werde ich trotzdem dabei bleiben. Also das werde ich nicht aufgeben. Da habe ich gute Gewährsleute, die mir da helfen. Also das, da bin ich schon ganz, ganz sicher. Das werde ich nicht tun. Also da bin ich schon ganz sicher in der Sache. Aber mehr kann man im Moment nicht machen. Also man muss die die himmlischen Heerscharen, die muss man irgendwie, auf die muss man vertrauen. Wenn die sind auch da irgendwie, aber noch klappt es einfach nicht. Die Herrschenden hier sind noch zu mächtig. Aber es gibt ja vielleicht irgendwann einen Kairos, wie im Leben des Einzelnen, auch in einer Epoche, wo dann plötzlich eine Chance besteht. Ganz plötzlich. Und wenn sich das alles wendet, dann behaupte ich, werden wir es gewusst haben. Wenn das dann sich wirklich wendet, im Tiefsten, wie ein Aufatmen geht dann durch den Menschen. Ja, wir haben es doch immer gewusst. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Kosmos sich unserer schämt und dass der Kosmos leidet unter dem, was hier geschieht auf dieser Erde. Dass diese Erde ein Missklang geworden ist in der Harmonie der Sphären. Und das sind wir. Es kann keiner von uns sagen, sozusagen, ich bin daran nicht schuld oder ich habe damit nichts zu tun. Weil wir sind alle Kunden und Klienten des Systems, was uns das Ganze möglich macht. Also von Latte Macchiato bis zu Flugtaxis, die ganze Geschichte. Also wir sind alle betroffen und es ist insofern die Lage, in die wir geraten sind, eine Schicksalsfrage an uns. Und was jetzt aussteht, ist unsere Antwort. Ich kann nur wünschen, dass es eine Antwort ist, die von Liebe getragen ist und von Dankbarkeit und von Einsicht. Das ist zu wünschen. Im Letzten ist der Einzelne dann auch alleine. Es gibt immer das Wir. Immer das Wir. Das Wir und das Du, ohne das Wir und das Du ist das Ich pathologisch. Ganz klar, das kann gar nicht funktionieren. Das ist Irrsinn, absoluter Irrsinn. Aber es gibt immer bestimmte Grenzsituationen im Leben. Da ist der Einzelne ganz alleine. Du musst entscheiden. Wenn du jetzt ein bestimmtes Wort sagst, könnte es was verändern. Du musst es sagen, wenn du es nicht tust, hast du vielleicht deine Bestimmung verfehlt. Dann kann dir keiner helfen. Da bist du ganz einsam und allein. Und nur du musst es entscheiden. Es gibt diese Momente, da kann dir niemand helfen. Da bist du nur allein.
Und diese kurzen Momente, das trönt sich, bist du nicht immer allein, aber es gibt diese Momente. Jetzt musst du die Entscheidung treffen. Und jetzt ist der Punkt. Und da sind wir in einem schwierigen Feld, nicht? In der Verantwortung letztlich. Gibt es ein Sein ohne Verantwortung? Nein, gibt es eigentlich nicht. Und da würde ich schon sagen, das hat auch mit Verantwortung zu tun. Bewusstseinsgrade höherer Art erhöhen auch die Verantwortung. Also wer auf eine bestimmte Stufe gelangt ist, der hat dann auch eine höhere Verantwortung. Es ist keineswegs so, dass er jetzt sich sozusagen in den Liegestuhl legen kann und sagen, ja, das war's denn, schön, wunderbar, jetzt habe ich das erreicht, jetzt bleibt es ja so. Nein, so ist es nicht. Es muss immer wieder neu erarbeitet werden. Ganz schwierige Felder. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird hineinbegeben, wenn sich denn wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort.